Herzlich willkommen in Finchys Welt zu einer neuen Ausgabe von Snackcheck. Gerade eben habe ich es ausgepackt, jetzt mache ich schon den ersten Snackcheck, nämlich es geht heute um die ersten Sachen aus dem Riesenpaket vom Daniel und vom Bambi. Und ich habe mir überlegt, dass ich das heute ein bisschen kombinieren werde, denn ein Teil war mir zu wenig für ein Video, deswegen mache ich das jetzt hier in einem Battle. Die beiden waren ja im Gummibärenland, hört sich cool an, im Gummibärenland, unter Bäumen und Sträuchern. Und da haben sie mir zwei Pakete verschiedene Sorten Gummibärchen mitgebracht. Einmal die Eisbären und einmal die feurigen Herzen. Und diese beiden Sachen, und das hier, werde ich quasi jetzt versnackchecken. Ich weiß gar nicht, womit fange ich an? Ich würde sagen, ich fange an mit den feurigen Herzen, damit ich nachher mit den Eisbären abkühlen kann. Boah, finde ich ein bisschen genug. Wie mache ich die jetzt auf? Geht das so? Oh, das geht tatsächlich so. Fantastisch. So, ich würde sagen, wir nehmen mal hier so drei Herzchen raus. Ne? Da haben wir ein orange-gelbes und ein dunkel und ein etwas helleres rotes. Oder ist das dasselbe? Ich glaube, das ist dasselbe, das gleiche. Ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal, wie scharf die Dinger sind. Ich taste mich mal an diesem Orangen hier. Hm. Oh. Ich merke gerade, ich lese gerade Gummibonbon mit scharfer Füllung. Das heißt, die Dinge an sich sind halt gar nicht scharf, nur die Füllung. Also da hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel getan zwischen dem Orangen und dem Roten. Aber ich merke es echt, also die sind echt scharf. Also mir brennt jetzt nicht die Fresse, da braucht es bei mir schon ein bisschen mehr. Wahrscheinlich dann sowas hier. Aber ich finde das sehr interessant. Ich kaue mal ein bisschen länger. Mmh. Okay. Das ist cool, weil also für mich ist es jetzt nicht zu scharf oder zu krass oder zu extrem. Aber diese Dunklen hier, man sieht das auch, wenn man da diese Füllung sieht man da innen drin halt, ne? Das Dunkle, das ist halt nicht oben drauf, sondern das ist wirklich da drin. Und das ist halt das Scharfe. Und das variiert, glaube ich, bei den verschiedenen Farben. Denn wenn man jetzt das etwas hellere Rot nimmt, da ist halt nicht so viel drin, beziehungsweise fast gar nichts. Und die dunklen hier, da ist halt richtig viel drin. Das Ding werde ich jetzt öffnen. Finde ich super. Weil die Schärfe nicht zu übertrieben ist. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich hasse es, wenn das so mega krass übertrieben scharf ist, die Sachen. Dann kann man es halt einfach nicht essen. Das kann man mal als Gag machen, aber so als Snack für zwischendurch, die man wirklich ernsthaft also vom Fernseher dann essen will oder so, ist das halt nichts, wenn es zu scharf ist. Und das hier ist echt super. Auch geschmacklich ist das jetzt nicht irgendwie pervers oder eklig oder so, weil normalerweise so Gummikram, ihr kennt doch die Schokolade, wo Chili drin ist, hört sich auch ziemlich pervers an, schmeckt aber eigentlich ganz gut. Und so ist es hier auch, das passt echt ganz gut zusammen irgendwie. Also die feurigen Herzen kriegen auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben von mir. Jetzt gehen wir den Eisbären an den Kragen. Auch diese Tüte ist leicht geöffnet. Wie sehen die denn aus? Okay, die sind sehr klein. Und sie sehen halt aus wie... Na komm. Kriegst du es hin? Da. Ne? Die sehen halt aus wie kleine Gummi, wie kleine Eisbären. Ah, ich hab's falsch rum. Macht nichts. Und tatsächlich, die riechen so, wie ich es vorher erahnt, gesehen habe, mir überlegt habe, mir gedacht habe, was rede ich denn hier? Die schmecken oder die riechen auf jeden Fall wie diese Eisbonbons. Und genauso schmecken sie auch. Krass. Und es ist tatsächlich eine gewisse Kälte, die man da im Mund merkt. Was ist das denn? Schon mal zwei. Das ist ja genial. Die sind wirklich so ein bisschen kühl. So, ich will nicht sagen minzig, aber sie sind halt irgendwie kühl. Wie geht denn das? Daniel, wie geht das? Bambi. Genial. Also, jetzt mal die Frage an euch, Bambi und Daniel. Gibt es da einen Online-Shop? Denn ich muss da noch mehr von haben. Als Gummibären dann. Hier steht auch nichts drauf irgendwie, dass sie eine Internetseite haben oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein halbes Kilo, genauso wie diese Herzen. Ich glaube nicht, dass ich die am Stück wegheizen werde. Naja, krass.
krasse Scheiße. Wenn ich davon eine Internetseite finde von Gummibärenland, dann werde ich euch die unten verlinken. Sollte ich nichts finden, gibt es auch keine Verlinkung logischerweise. Krass, also diese beiden Sachen, wenn ihr irgendwie mal in so ein Gummibärenland kommt, ich weiß ja nicht, ob es das nur da gibt oder ob es noch mehr von gibt oder ob man die, wie gesagt, online bestellen kann, dann probiert auf jeden Fall die feurigen Herzen und die Eisbären. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir echt gut. Noch ein Herz essen. Okay, krass. Also, mit dem ersten Ding habt ihr schon mal voll ins Schwarze getroffen hier bei mir. Sehr lecker, sehr lecker. Jo, schreibt mir in die Kommentare, seid ihr Gummibärchenesser, seid ihr eher Chips- oder Schokoladenesser, auf was steht ihr so? Und wenn ihr Gummibärchen esst, esst ihr lieber die Originalen von Haribo oder esst ihr auch lieber Trolli? Denn ich habe zum Beispiel auch gerne von Trolli, gibt es diese mega fette Box, wo ein Kilo nur so Gummikram drin ist, die esse ich viel lieber als zum Beispiel Fantasia oder sowas von Haribo. Ich weiß auch nicht wieso, die sind irgendwie weicher. Ich mag, wenn der ganze Kram so ein bisschen weich ist, den man hat so im Mund und dann kaut man zweimal, dann kann man es runterschlucken. Das finde ich super. Haben wir auf meiner alten Arbeit damals sehr viel gegessen. Wir hatten immer so eine große 1-Kilo-Box da stehen, die war dann nach 2 Tagen irgendwie leer. Jo, deswegen, also ich mag das Zeug. Sehr gerne. Vor allen Dingen die Herzen finde ich großartig, weil die halt wirklich scharf sind. Ich muss mal sehen, hier sind schon noch welche drin, die komplett schwach sind, oder? Nee, okay, das Dunkelste, was es jetzt hier wirklich zu geben scheint. Na, das hier vielleicht? Nee, das ist ebenfalls so. Okay, das ist wirklich das Dunkelste, was es gibt. Das Schärfste ist wahrscheinlich dann wirklich halt das hier. Ich kann gar nicht aufhören. Großartig. Großartig, großartig, großartig. Damit würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Esst mehr Eisbären. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.